So, Freunde der zügellosen Onanie, wir haben hier eine Nachbaukurserkupplung, die scheiße trennt. Kennen wahrscheinlich viele von euch, deswegen wollen wir das Problem jetzt mal ein bisschen genauer erklären. In den Shops wird schon oft erklärt, dass zwischen der Kante hier und dem Ritzel mindestens 0,5 mm Platz sein sollte. Falls das nicht der Fall ist, kann man das Rad hier einfach abdrehen oder auf dem Bandschleifer oder sonst was ein bisschen flacher schnitzen, damit man das passende Spiel hinkriegt. So, und das nächste Problem ist, dass die Nachbau-Koser-Belege, die man teilweise auch nur noch kriegt, teilweise ein bisschen dicker sind als die Originalen. Und dann hat man noch weniger Ausrückweg von dem Ganzen. Dann trennt die ganze Sau auch nicht. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen nachgearbeitet. Da haben wir jetzt genug Platz zwischen. So 1,5 mm sollte eigentlich reichen. So, die Kupplungskörbe sind auch scheiße gearbeitet, weil die Nachbaukupplungskörbe haben von hier unten bis zu der Nut von dem Sägering 15,7 mm Platz. Und die Originalen haben satte 0,7 mm mehr Platz für die Belege. Und da die Nachbaubelege auch noch dicker sind, ist natürlich von vornherein scheiße, weil das Ganze nicht so viel, nicht genug Ausrückweg hat. Und deswegen haben wir hier unten die Kanten überall rundherum einmal einen Millimeter weiter runter gearbeitet, damit wir genug Ausrückweg haben, damit die Kupplung auch vernünftig und sauber trennt. So, die erste Scheibe ist die dickste von allen, die kommt nach unten. Klack. Dann kommt ein Belag. Natürlich über Nacht einlegen in Öl. Die zweite Scheibe ist die mit der Nase. Die ist ein bisschen dünner, die kommt dann als nächstes. Klack. Belagscheibe. Dann kommt eine noch dünnere. Die letzte ist auch ungefähr gleich dick und dann die Deckscheibe. Fertig.